Nach jahrelangem Siechtum am chinesischen Aktienmarkt gingen China-Aktien jetzt innerhalb weniger Tage regelrecht durch die Decke. Die chinesischen Leitindizes stiegen um über 20% innerhalb einer Woche. Zu verdanken ist dies einem Stimuluspaket der chinesischen Regierung. Ob sich ein Einstieg in chinesische Aktien noch lohnt, erfährst du selbstverständlich in diesem Video. Mein Name Thorsten Tiete, geht ums Investieren. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Selbstverständlich haben wir in erster Linie keine China-Aktien im Depot, sondern Aktien insbesondere aus den USA, sicherlich auch aus Europa oder vermutlich hast du auch Aktien aus Europa, Asien vielleicht, Japan zum Beispiel. Und vielleicht auch irgendwas aus Australien oder sogar Südamerika und gegebenenfalls China. Ich habe eine China-Aktie momentan, das ist BYD. Ich hatte mehrere China-Aktien gehabt, habe sie leider verkauft, bevor jetzt die Kurse so durch die Decke gegangen sind. Ach ja, an der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Vielleicht besonders wichtig in diesem Video, wo es um China-Aktien geht. Also was ich dir zeige, das ist, wie chinesische Aktien jetzt bewertet sind. Sind sie jetzt nach dem Kursanstieg weiterhin günstig historisch gesehen oder sind sie jetzt teuer? Und wir gucken uns auch einige China-Aktien direkt an und beispielhaft kann ich dann auch zeigen, worauf du achten musst bei China-Aktien allgemein. Ja, vielleicht nur zu meiner Person. Ich bin der Gründer des Aktienfinders, über 125.000 Mitglieder. Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass es ums langfristige Investieren geht. Und jemand, der langfristig investiert hat und in China-Aktien, der hat hier einen Kommentar abgegeben auf dem Aktienfinder-YouTube-Kanal, auf dem du dich gerade hier bewegst, wenn du dieses Video schaust. Und er bedankt sich hier nett, denn er hat jetzt aus China Aktien gekauft, also China-Aktien, Wuxi Biologics, PDD, Ping An unter anderem und eben erstaunliche Kursgewinne gesehen. Dank dieses Stimuluspakets, teilweise hat er die Gewinne dann auch schon mitgenommen und realisiert und bedankt sich. Und da freue ich mich natürlich, wenn das gelingt, war jetzt so natürlich nicht vorherzusehen, weil da ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Aber wir gucken uns jetzt genau diese Aktien an. Lohnt sich da jetzt noch einzusteigen, halten oder muss eher verkaufen? Gucken wir mal, wie es kommt. Vorher aber möchte ich mal hier den chinesischen Markt mit dir gemeinsam anschauen, um einen Eindruck zu kriegen, wie teuer chinesische Aktien derzeit bewertet sind. Und wir haben ja in China drei große Indizes: Hongkong, Shanghai und Singapur. Ne, das müsste Singapur, glaube ich, sein und das hier Shanghai. Wir gucken uns mal hier den Hongkonger an. Das sind dann jeweils die marktstärksten, die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung drin, also die größten Unternehmen. Das wäre jetzt hier der Hongkong Hang Seng-Index und hier sieht das so teuer ist er. Und da haben wir jetzt hier auf die letzten 10 Jahre die Kursentwicklung und auch das KGV, also das Kursgewinnverhältnis des Index. Und du siehst hier relativ gut, dass wir sind momentan hier mit 14,5 KGV und im Durchschnitt waren es ja 19 auf die letzten 10 Jahre. Du siehst also, trotz hier des starken Kursanstiegs ist der Hongkong Stock Exchange, also der Hang Seng hier, also immer noch auch, ja, sehr günstig bewertet, also deutlich günstiger, in deutlich günstigeren KGV als in der Vergangenheit. Wenn man noch ein bisschen rauszoomt, dann ändert sich das nicht wesentlich, also man sieht immer wieder Rücksetzer, aber so günstig wie hier jetzt, also in den letzten Jahren, war es im Prinzip noch nie. Es müsste dasselbe sein, wenn man das KCV nimmt hier, dieses Kurs-Cashflow-Verhältnis, das ist ähnlich und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ebenso. Das macht natürlich, sage ich mal, Appetit, insbesondere wenn man auch guckt hier, wie viele Qualitätsaktien haben wir. Hier ist die Qualitätsdichte 48%, das heißt 39 von 82 Aktien in dem Index. Das sind es Qualitätsaktien, da kannst du auch hier runtergehen. Und dann siehst du alles, hier sind auch alte Bekannte dabei, wie Tencent, Meituan, Xiaomi, BYD, die ich ja übrigens habe, meine einzige China-Aktie derzeit. Und du kannst natürlich auch die anderen Indizes anschauen. Geht man hier zurück, dann guckst du hier zum Beispiel den Shenzhen 100 an. Und das ist der, ja, aus Shenzhen natürlich, steht ja schon im Namen drin. Und hier siehst du es ähnlich.
nicht ganz so extrem, aber im Prinzip siehst du auch hier, dass die Aktien relativ günstig bewertet sind. Hier sind mehr Aktien drin in dem Shenzhen und in dem Shanghai-Index, in die Chinesen investieren. Das ist vielleicht wichtig zu wissen insgesamt, weil ich habe mal einen Artikel geschrieben hier über China-Aktien, so hast du den Markt im Griff. Und da gibt es hier ein kleines Unterkapitel, so reduzierst du dein China-Risiko. Und hier sind so ein paar Punkte, an die könnte man sich halten, um das Risiko zu reduzieren. Und zwar habe ich gesehen, man sollte, wenn es geht, keine ADRs kaufen, sondern ureigene chinesische Aktien. Und dann auch keine Aktien mit hier Gewinnabführungsverträgen, wie es beispielsweise bei Tencent ist. Keine kleinen Aktien, sondern große Aktien, also mit einer hohen Marktkapitalisierung, einer langen Börsenhistorie. Aktien, die prinzipiell niedriges Konfliktpotenzial mit der kommunistischen Partei, also der Regierung haben. Und Aktien, die möglichst viel Umsatz hier in China und relativ wenig Umsatz in den USA machen. Auf die Punkte kommen wir noch zurück, wenn wir uns hier drei Beispielaktien anschauen. Ich habe mir einfach die rausgesucht, die der Kollege hier geschrieben hat. Das sind auch interessante Aktien. Also er hat schon fundamental einen guten Job gemacht und im Aktienfinder entsprechend Aktien ausgesucht, die auch fundamental einen guten Eindruck machen. Und jetzt gehen wir in den Aktienfinder rein und spielen das mal nach. Wir haben ja hier im Aktienfinder sehr viele Aktien aus China, beziehungsweise hier haben wir Festlandchina und einmal Hongkong. Insgesamt hier 340 Aktien, also die drei großen Indizes sind alle dabei. Und die erste Aktie, die wir uns mal angucken, die ist Ping An. Das ist der Versicherer, der hochdigitalisiert ist. Das wäre hier die Ping An Insurance. Dann nehmen wir die Aktie hier selbstverständlich, die auch überall besparbar ist. 117 Milliarden Marktkapitalisierung. Und zuerst gucken wir uns mal hier, würde ich sagen, die Dividendenhistorie an. Wenn man die Aktie kauft, dann meistens wegen der Dividende. Und die Dividende liegt momentan bei 4,8%. Noch vor kurzem lag sie aber bei 7,8%. Und Anfang des Jahres, Ende Januar, lag sie sogar bei 8,3%. Also die Dividendenrendite war extrem hoch und ist jetzt deutlich zurückgekommen. Selbstverständlich die Ursache hier wegen des rasanten Kursanstiegs. Du siehst also hier seit Mitte September ist die Aktie deutlich gestiegen und sage und schreibe um 60%. Und da ist jetzt natürlich dann die Frage so, ist die Aktie jetzt immer also zu teuer oder könnte man da theoretisch noch einsteigen oder wenn man in der glücklichen Situation ist, sie zu haben, ob das jetzt wirklich so glücklich ist, sehen wir auch nochmal gleich, weil es hängt vom Kaufzeitpunkt ab. Was sollte man dann mit dem Papier tun? Apropos Kaufzeitpunkt, wenn wir hier auf 10 Jahre gehen, dann siehst du, dass die Aktie jetzt ja auch deutlich, also wirklich auch schlechte Zeiten erlebt hat, sogar dann hier basierend trotz der aktuellen Kursgewinne. Na, muss ich mal hier den kleinen Punkt erwischen, da ist er doch. Dann kannst du hier sehen, dass hier man auch, je nachdem, wo man eingestiegen ist, mit der Aktie mit Ping An immer noch im Minus ist, auch beziehungsweise ja auch mit Dividenden. Ja, Qualitätscheck. Gehen wir mal da rein, gucken wir mal an, wie das Ganze hier aussieht. Du siehst hier schon, dass bei Ping An die Gewinnexplosion, ganz schön, die wir ja hier hatten, ganz schön Dämpfer erlitten hat. Entsprechend auch das Dividendenwachstum. Also die Dividenden laufen jetzt seitlich. Da ist jetzt wenig zu holen oder zu erwarten an Dividendensteigerung. Wie so viele technologieaffine, lastige Unternehmen, wie auch Tencent, Alibaba etc., hat auch Ping An gelitten unter der Regulierung und unter der, ja, sage ich jetzt mal, in die Daumenschrauben der kommunistischen Partei. Und das ist auch eines der Risiken, die wir bei Ping An sehen, dass Ping An teilweise für die KP die Kastanien aus dem Feuer holen muss. Beispielsweise haben wir einen kriselnden Immobiliensektor immer noch, der ja auch mit dem Stimuluspaket angegangen werden soll. Und da könnte es durchaus sein, dass die KP sagt, Ping An, beteilig dich mal an einem strauchenden Immobilienfinanzierer. Das war ja auch der Fall bei Country Garden, beziehungsweise es war oder ist immer noch im Gespräch mit Country Garden, dass Ping An sich da doch gefälligst beteiligen solle und ein bisschen Geld zuschießen soll. Das ist natürlich ein Problem. Dann haben wir noch also ein Risiko. Das ist auch genau das, was ich hier sagte, also vorhin, was ich gezeigt habe im Artikel, wenig Konfliktpotenzial mit der KP ist hier
nicht gegeben. Wir haben noch unternehmensintern einen CFO-Wechsel, der jetzt dann verdaut werden muss, der ansteht. So ähnlich wie bei Starbucks, wenn der, wie heißt er? Howard, glaube ich. Wenn der geht, oder er ist ja wieder gegangen, dann muss man ja auch beten, dass der nächste CEO den Job richtig macht. Sie heißt Jessica Tan und sie ist ein Urgestein als CEO bei Ping An. Muss man mal gucken, was passiert. Hoffentlich ist es ein reibungsloser Übergang dann zum nächsten CEO. Ja, Analysten schätzen hier, dass die Gewinne wieder steigen sollen. Schauen wir mal, ob das auch dann dem Stimuluspaket zu verdanken ist und ob es so kommt. Man kann sich auch mal hier die, ach, wichtig ist noch, vielleicht sollten wir mal noch hier in die Region reingucken. Das ist positiv, der Umsatz wird hauptsächlich in China erwirtschaftet. Das heißt, wir haben keinen Umsatz, der in den USA anfällt, weil dieser Umsatz, das werden wir nachher auch noch sehen, der wackelt teilweise aufgrund von Verstimmungen zwischen China und den USA, was ja nicht besser zu werden scheint, sondern eher schlechter. So, was die Bewertung angeht, wenn man sich so die Multiples anguckt, dann sieht man hier den kleinen KGV-Sprung. Wenn wir dann aber wieder das neue Geschäft haben mit steigendem Gewinn, wir haben ja gesehen, dass Gewinne steigen soll, dann würde das KGV wieder stark sinken. Jetzt bin ich komplett zurückgegangen. Hier muss der Gewinn pro Aktie mal minimal gewesen sein. Deshalb haben wir hier monströse KGVs. Ich gehe mal hier rein. Und so, da sieht man das wieder anders. Man sieht also, wie die Aktie quasi immer günstiger geworden ist. Im Zeitverlauf könnte man hier eine schöne Trendlinie hinlegen. So, fairer Wert. Schauen wir mal, was sich da machen lässt. Wir klicken den mal an, den fairen Wert bereinigt. Und jetzt haben wir hier erstmal den fairen Wert berechnet auf dem 10er KGV, aktuell 10,8. Das heißt, wir hätten hier eine Überbewertung. Ich würde sogar noch hier das KGV nach unten schrauben, weil wir haben ja hier also viele gute Jahre, wo das Gewinnwachstum hoch war. Und ich würde eher hier Zeitpunkt der Stagnation irgendwo nehmen. Also ich sage mal, ja, vielleicht auch 2019. Hier haben wir ein niedrigeres KGV. Dann nehmen wir mal hier diesen Ausschnitt, um das durchschnittliche KGV zu bestimmen. Das liege dann bei 8,5. Dann gebe ich hier mal die 8,5 rein. Jetzt werden wir sehen, dass der faire Wert nach unten geht. Also vorher war die Aktie unterbewertet, falls ich überbewertet gesagt haben sollte. Jetzt ist sie immer noch leicht unterbewertet, siehst du hier. Der faire Wert bei 67 Hongkong Dollar, der Aktienkurs bei 55 Hongkong Dollar. Kann natürlich theoretisch noch ein bisschen weiter runtergehen, spielen, dass der faire Wert hier noch näher an den historischen Kursverlauf kommt. Machen wir mal. Gehen wir mal auf 8 oder sogar auf 7. Wie sieht es dann aus? Oh, 7 sieht doch gut aus. Ne? Jetzt sieht man schon so hier, ich gehe mal ein bisschen zurück, sieht man schon hier, dass wir hier der Aktienkurs sich relativ nah an diesen fairen Wert anschmiegt. Also so kann man es machen. Man kann auch sogar noch ein bisschen runtergehen. 6,5. 6,5 habe ich gesagt. So, 6,5. Das sieht sogar vielleicht noch ein bisschen besser aus. Also kann man etwas spielen. Und wenn man das macht, dann hat man aber schon eine sehr konservative Bewertung mit einem KGV von 6,5. Wir hatten hier KGVs aber gehabt von 5, leicht über 5. Und wenn wir das machen, dann haben wir definitiv auch die Risiken eingepreist, die in der Aktie sind. Und dann hätte man noch aufs Jahr ein Renditepotenzial von 3,5%. Also das wäre jetzt so nach dem Motto, ich investiere schon in China-Aktien, aber nur dann mit gehörigen Risikoabschlägen. Wenn wir hier mal bei 46 Hongkong-Dollar wären, da hätte man eine Renditeerwartung von 11,8%. Also hier könnte man zum Beispiel jetzt ein Kauflimit legen, wenn man es wollte, so von ungefähr 45 Hongkong Dollar, würde ich sagen. Dann eine Renditeerwartung von 13%. Also das wäre jetzt, man müsste jetzt hier quasi warten, bis die Aktie wieder ein bisschen runterkommt und dann könnte man in Ping An einsteigen. Natürlich nur dann, wenn man hier auf hohe Dividenden steht. Das sieht man, ist das Score am höchsten. Für Gewinnwachstum taugt die Aktie derzeit leider nicht. Die andere Aktie, die genannt wurde, war Wuxi, Wuxi Biologics. Wuxi hat eine ganze Familie, also ist eine Wuxi, die ist die Wuxi-Gruppe. Und diese ganze Wuxi-AppTec oder Wuxi-Biologics, das sind Dienstleister für die Entwicklung von Medikamenten bzw. Biotech. Hier, die haben sich dann auf Biotech spezialisiert, sind auch ein bisschen kleiner dann als hier Wuxi-AppTec.
Apptech, die bezahlen auch keine Dividende, während die andere Dividende ausschütten. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen mal lieber Wuxi Apptech, und zwar die hier mit der A-Aktie mit der höchsten Dividende. Und dann siehst du hier schon relativ eindrucksvoll, was die hier für Scores haben beim Gewinnwachstum und Dividendenwachstum, jeweils eine 10. Noch gleich mal gucken, wie das im Qualitätscheck aussieht. Sieht dann entsprechend so aus. Also schön wachsende Gewinne. Auch die operativen Cashflows, die gehen auch mit dem Gewinn schön mit. Dividenden steigen auch. Was will man mehr? Natürlich noch mehr Dividende. Gucken wir mal, wie hoch ist die Dividendenrendite. Die war bis vor kurzem bei 2,5%. Jetzt nach dem Kursanstieg liegt sie bei 1,9%, was aber immer noch deutlich höher ist als in der Vergangenheit. Hier, historische Vergangenheit, da gab es 0,2% Dividendenrendite oder so. Wenn wir auf den Artikel jetzt mal wieder zurückgehen, den ich hier habe, da sage ich ja hier möglichst viel Umsatz in China und wenig Umsatz in den USA. Und wenn ich mir das hier anschaue, nach Region, den Umsatz, dann sieht man hier Umsatz in den USA 65%. Und dummerweise steht genau dieser Umsatz auf der Kippe. Denn im Repräsentantenhaus und im Senat wird von beiden Kammern ein Gesetz vorbereitet, das amerikanische Unternehmen verbieten soll, seine Medikamente bei Wuxi in der Wuxi-Gruppe entwickeln zu lassen, beziehungsweise die Dienstleistungen, könnte ja auch die Produktion dieser Medikamente beispielsweise sein oder die Zulassung dieser Medikamente. Also die Zusammenarbeit mit Wuxi steht auf der Kippe für amerikanische Unternehmen. Und das würde bedeuten, dass hier auch die kompletten Umsätze wegfallen. Dieses Risiko muss selbstverständlich eingepreist werden. Und ich denke, man sieht auch, dass es eingepreist ist. Wir hatten hier KGVs gehabt, teilweise von über 60 bis zu 90. Und jetzt am Ende war das KGV hier, siehst du es gesehen, bei unter 10. Bei unter 10. Also von 90 auf 10. Das KGV ist also deutlich gesunken und jetzt haben wir aber wieder ein KGV von 16. Ja, es ist schade, dass die USA und China sich überhaupt nicht verstehen. Das wäre an sich, also es ist an sich eine tolle Aktie, fundamental hier. Sie ist auch absolut schuldenfrei. Schön steigende Margen, also alles stimmt. Nur eben dieses Risiko, das ist schon extrem. Und wenn man jetzt die Aktie bewertet, dann müsste man es eben entsprechend einpreisen. Du siehst hier, wie verrückt quasi der Aktien, dass der Aktienkurs überhaupt nicht die Gewinnentwicklung wiedergibt. Das siehst du hier fundamental. Und das erklärt, lässt sich natürlich nur erklären, dass hier diese Schere aufgeht zwischen fairen Wert hier, zwischen dem fairen Wert, grüne Linie und dem Aktienkurs hier, die Trendlinie hier in Rot. Diese Schere, das sind in erster Linie die politischen Risiken, die die Aktie hat. Also die Aktie ist ein kleiner Zock, würde ich sagen. Wenn man die jetzt bewerten will, muss man eben gehörigen Abschlag vornehmen. Dann muss man schon sagen, also das ist natürlich eine gewisse Willkür hier. Auf jeden Fall nur einen kleinen Zeitraum, vielleicht sogar nur hier diesen ganz pessimistischen Zeitraum. Da hätte man dann ein KGV von 11,6. Man könnte nämlich dann argumentieren, dass da die letzten Entwicklungen eingeflossen sind. Und wenn wir jetzt hier 11,6 machen, das ist auf den bilanzierten Gewinn, dann würdest du hier sehen, dass die Aktie quasi nicht interessant ist derzeit. Also die müsste man quasi abfischen, um das hohe Risiko abzubilden. Hier dann eben Kauflimit bei ungefähr 40 Renminbi setzen in der Richtung. Um dann hier als Depotbeimischung, als riskante Depotbeimischung in dieses Papier zu investieren. So, etwas weniger riskant vielleicht PDD, das hat der Kollege auch erwähnt. Das ist diese Einzelhandelsplattform, die Pinduoduo hat. Und gucken wir auch mal, wir schütten keine Dividende aus, wie wir hier sehen, leider. So ein Riese, 192 Milliarden, 193 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Hier steht ADR im Namen. Schon mal schlecht. Ich habe hier erster Punkt, an einer der drei Börsen gelistet, anstatt in den USA ist eine ADR. Unterliegt also dem Delisting-Risiko. Müsste mal gucken, ob die, lass mich mal gucken, ob die noch eine Nicht-ADR haben hier, die wir nicht im Aktienfinder haben.
Also PDD heißt das Ding, ne? Hier ist sie. Steht auch ADR im Namen. Kann man hier auf Entity Structure gehen. Und wenn es jetzt klappt, soll die hier was laden. Dann siehst du hier, die wird also nicht, die hat kein Erstlisting in China. Also da kommt man nicht vorbei an dem ADR-Ding. Deshalb haben wir es auch nicht im Aktienfinder drin. Ne? Natürlich schon mal schlecht. Gucken wir uns mal die Regionen an. Umsätze 100% in den USA ist schon mal gut, aber dieses ADR-Risiko bleibt uns erhalten. Gehen wir mal in den Qualitätscheck rein. Dann sieht man hier, sieht auch schön aus, einwandfrei steigende Gewinne. Also man sieht schon, dass der Kommentator hier seinen Job gemacht hat, was die Fundamentaldaten angeht, jedenfalls. Auch hier, mein Gott, was für eine Bilanz, fast ausschließlich Cash, keine Schulden bzw. liquide Mittel. Alles wunderbar. Pinduoduo, eine ganz interessante Plattform. Der Fokus liegt da so ein bisschen auf Socializing, also im Prinzip so ein Konkurrent zu Alibaba oder auch zu Amazon. Zu Amazon jetzt weniger, weil man ja nicht als Chinese einkaufen kann bei Alibaba, bei Amazon. Man kann da so eine Art Einkaufsgenossenschaften bilden. Also man kann sich zusammenschließen mit anderen Käufern und dann kriegt man da Rabatte. Und soll das dann auch so bewerben, so Social Media mäßig, so ein bisschen beschreiben, was man dazu getan hat, auch mit Reviews und so. Und ist schon so ein bisschen anderer Ansatz, der mir eigentlich ganz gut vom Grundgedanken gefällt. Und du siehst, wie das auch zu funktionieren scheint. Auch hier der operative Cashflow steigt ja schön. Ist also eine wahre Cashmaschine hier. Was machen die denn mit der ganzen Kohle eigentlich? Ja, anhäufen, wie man hier sieht. Sie machen keine Aktienrückkäufe, sie häufen einfach die Kohle an. Vielleicht, um irgendwann die kommunistische Partei zu bezahlen, wenn die was von denen wollen. Keine Ahnung. Könnten ja auch einmal Dividende ausschütten, vielleicht. Naja, okay, gucken wir uns mal die Multiples an. Dann siehst du hier, läuft eigentlich seitwärts, seit einer geraumen Zeit. Wir nehmen auch so dieses Multiple hier, würde ich vorschlagen, für die Bewertung. Also 13,7 hätte ich dann hier. Und zwar auf den bereinigten Gewinn. Was wäre dann das hier? Machen wir hier 13,7. Dann sieht das Ganze so aus. Ah, nee, 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 nee. Wir nehmen, glaube ich, einen operativen Cashflow, weil wenn wir hier den operativen Cashflow einblenden, dann gibt's, dann ist der schon länger positiv, ne? Also der bereinigte Gewinn, genau. Das macht mehr Sinn. Wir blenden den gleich mal ein, den operativen Cashflow hier. Na, das siehst du hier wunderbar, dass es auch schon so weit zu passen scheint. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie der Markt das ganze Ding da gemacht hat. Ja, du siehst, kann man im Prinzip lassen. Den 10-Jahres-Schnitt legt mal drüber, mal drunter. So. Was man auch noch immer machen kann, ist sich die Wachstumsraten anzuschauen. Hier um die 20%. Das hier kann man vergessen. Da sind noch zwei Analysten übrig geblieben. 20%. Und dafür hier ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14 im Schnitt. Denke ich, das geht in Ordnung. Das heißt mit anderen Worten aber nichts anderes als Pinduoduo ist immer noch günstig. Hier, man sieht es. Jährliche Renditeerwartung wäre dann hier bei 24%. Hier ist die Aktie mal abgestürzt infolge der Quartalszahlen tatsächlich. Da hat das Management ein bisschen Pessimismus verbreitet, aber man sieht, dass die Analysten relativ positiv geschätzt sind, gestimmt sind. Und jetzt hat Pinduoduo diesen Kurssturz wieder komplett verdaut. Und da wäre jetzt hier trotzdem noch einiges an Potenzial da. Man kann hier jetzt auch noch den Prognosekorridor einblenden. Hohoho, mein Gott, dann sieht man, wie hoch die Unsicherheit ist bezüglich der Analystenschätzung. Hier sind die Analystenschätzungen bezüglich der operativen Cashflows extrem. Jetzt möchte ich mal gucken, ob das auch für den bereinigten Gewinn der Fall ist. Fairer Wert bereinigt. Ja, also man sieht hier definitiv große Unsicherheiten, was die Zukunft anbelangt. Also so extrem habe ich das bislang selten gesehen. Da sind 7 Analysten drin und das ist also die optimistische, das ist die pessimistische Prognose. Wenn wir die pessimistische machen würden, dann hätten wir selbstverständlich eine negative Renditeerwartung. So. Und man könnte aber auch hier irgendwas in der Mitte nehmen. Man sieht halt, dass es relativ schnell nach oben geht. Hier,
wenn man einfach nur hier die Mitte zum Beispiel nimmt zwischen der Konsensschätzung und der negativsten Schätzung, dann legen wir irgendwo hier, vielleicht sogar ein bisschen höher, und da hätten wir schon sicherlich 10%, 11% jährliche Renditeerwartung. Naja, okay, ich denke, das ist auch nochmal ganz schön, weil dieser Prognosekorridor, seit die erhöhte Unsicherheit einfach von China-Aktien zeigt, ganz allgemein. Es ist schade, dass hier wir so einen Wettstreit der Supermächte haben, weil wir als Aktionäre hätten hier eigentlich wirklich sehr viele Qualitätsaktien auch hier im Angebot und könnten da unsere Depots also wunderbar diversifizieren. China-Aktien waren ja mal so richtig in Mode, bevor es dann angefangen hat hier mit dem Handelsstreit und der Regulierung innerhalb Chinas durch die Kommunistische Partei. Es ist schade, dass es momentan so ist. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder anders werden. An sich, man kann in China-Aktien investieren, aber ich habe sie jetzt so ein bisschen dargestellt anhand des Artikels und anhand hier einzelner China-Aktien, dass es halt Risiken gibt, die es anderswo so in anderen Ländern so in dieser Form, also insbesondere in westlichen Ländern halt nicht gibt. Ja, also könnt ihr mal sagen, ob ihr irgendwelche China-Aktien im Depot habt? Falls ja, welche? Ansonsten drücke ich euch natürlich die Daumen bei euren Investments, egal ob es China-Aktien sind oder nicht. Wünsche euch schöne Feiertage, ein langes Wochenende, falls ihr den Brückentag genommen habt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und den Link zum Artikel, den gibt es selbstverständlich hier unter diesem Video. Ciao!